Mein Name ist Jörg Linke und ich leite in der GEZ das Kompetenzzentrum für Klimawandel. Die Wissenschaft sendet ein ganz klares Signal. Der Klimawandel ist eine Bedrohung für das Wohlergehen der Menschheit, aber auch für die Gesundheit des Planeten. Das heißt, jeder muss sich damit auseinandersetzen. Die Privatwirtschaft, die Wissenschaft, die Politik, die Zivilgesellschaft, jeder Bürger. Erfreulicherweise erhält das Thema viel Rückenwind, insbesondere durch die Klimakonferenz in Glasgow, aber auch durch den europäischen Green Deal und eben durch die Verankerung in der neuen Bundesregierung. Ob wir allerdings die globalen Klimaziele erreichen, hängt vor allem von zwei Aspekten ab. Der erste, jede und jeder ist für Klimaschutz, aber die wenigsten handeln danach. Die Frage ist also, wie kommen wir zu klimafreundlichen Verhaltensänderungen? Der zweite Aspekt ist der Strukturwandel. Er muss nicht nur ökonomisch und ökologisch nachhaltig gestaltet werden, sondern eben auch sozial gerecht. Er darf niemanden zurücklassen. Die GEZ berät die Schwellen- und Entwicklungsländer in diesem Transformationsprozess, damit sie diesen umsetzen können. Die Berücksichtigung des Klimawandels ist ein Motor für nachhaltige Entwicklung, für technologische Innovation und auch für Geschäftsentwicklung. Das zeigen auch die Entwicklungs- und Klimapartnerschaften mit zum Beispiel Serbien, Ruanda und Indonesien, wo durch 100% erneuerbare Energien Energiesicherheit gewährleistet werden soll. Oder in Südafrika, wo der sozial gerechte Kohleausstieg im Fokus steht. Mehr als ein Drittel aller Projekte, mit denen die GEZ beauftragt wurde in 2021, sind auf Klimawandel ausgerichtet. Das Klimaportfolio der GEZ wächst stetig. Der Klimawandel ist eine der zentralen Sicherheitsbedrohungen des 21. Jahrhunderts. Klimawandel kann als Konflikttreiber angesehen werden oder auch als Brandbeschleuniger. Deshalb muss eine Klimaaußenpolitik, genau wie die Beratung der GEZ im Bereich Klimawandel, konfliktsensibel gestaltet werden. Das ist eine der großen Herausforderungen. Als Chance sehe ich, dass die aktuelle Bundesregierung Klimawandel in den Ressorts so verankert hat, dass Synergien geschaffen werden, weil man aus wirtschaftlicher, Umwelt-, Außen- und Entwicklungspolitischer Perspektive auf das Thema sieht. Auch die GEZ muss diese Synergien nutzen, indem sie neben ihrer starken Sektorfachlichkeit stärker integrierte Lösungen für globale Herausforderungen entwickelt und anbietet. Während der Klimawandel in der Forstwirtschaft und im Energiesektor systematisch mitgedacht wird, gibt es andere Sektoren, wie zum Beispiel den Bildungssektor und den Gesundheitssektor, wo die Bedeutung noch zunehmen muss. Auch die Privatwirtschaft muss Treibhausgasemissionen reduzieren, damit ein grüner Wiederaufschwung der Wirtschaft nach der Pandemie gelingen kann. Nur in einer gemeinsamen Anstrengung aller Akteure lassen sich Entwicklungsziele erreichen und angesichts der Folgen des Klimawandels auch absichern.